Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin hier immer noch auf der Siegesstraße und hoffe langsam mal irgendwo in der Pokémon-Liga anzukommen. Ja, das Team ist geheilt, los geht's in den nächsten Kampf. Ja. Willst du auf starke Pokémon und Trainer treffen, musst du vor allem eines: Kämpfe bestreiten. Ja. Die Tränke sind alle, die habe ich gerade für die Auffrischung der Pokémon benutzt. Ja. Ich hoffe, wir kommen auch so weiter. Dafür bräuchte jetzt Christoph. Ich müsste mal dann für die Top 4 mal ständig lernen, mal irgendwie mein Team umzusortieren. Das ist sowieso seit langem nicht mehr sortiert. Hatte ich ja früher mal nach Stärke der Dingens trainiert. Damit das dann dementsprechend trainiert werden kann. Also, dass der Schwächste vorne ist und dann halt nicht den stärksten trainieren. Das macht ja keinen Sinn. Der stärkste muss ja dann als letztes trainiert werden. Oh, da hat jemand Level 41 erreicht. Gut, weiter. Wird gekämpft. Jason hat Rückzug nicht erlernt. Ja, ist richtig so. Hier wird sich nicht zurückgezogen. Rückzug ist für mein Team ein Fremdwort. Christoph ist dahin geschlafen. Das sollte für mein Team eigentlich auch ein Fremdwort sein, aber gut, gönnen wir ihm mal sein Schläfchen mitten im Kampf. Nee. Steh auf, Soldat. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Würde ich mal sagen. Status, Heilmittel. Hyperheiler. Gut, aufgewacht, Soldat. Jetzt wird gekämpft. Sofa, mach es platt. Okay. Noch ein Versuch. Sofa. Okay, das ging noch schnell. Gut gemacht, Soldat. Nächstes Mal nicht schlafen. Dann reicht es auch für ein Lob. Gut, und weiter geht's. Ganz vorsichtig hier. Weil ich sehe doch, dass da bald ein Trainer kommt. Nee, hier geht's in eine Höhle rein. Oder hier den Wasserfall hoch. Eine Wasserwand stürzt mit Getöse in die Tiefe. Ja. Kaskade können wir natürlich nicht. Und hier warten natürlich noch ein paar Trainer auf uns, die uns natürlich herausfordern wollen. Na dann, würde ich mal sagen, auf geht's. Ein Herausforderer von Veteran Bastian. Der sieht aber ziemlich wie Benjamin aus, würde ich sagen. Den wir im letzten Part getroffen haben. Los, Jason! Hau den Baum dort um, das ist... Was ist das für ein Pokémon? Tromborg. Was geht bei dem falsch? Ja. Offensichtlich wurde ich gerade durch Fluch verletzt. Ja, aber er hat sich selbst verletzt. Was nützt denn bitte eine Attacke, die das eigene Pokémon verletzt? Es ist doch... Ja, ist kacke. Los, let's play Markus. Nitro-Ladung. Ja, ja. Kannst auch verbrennen, den Baum. So geht's natürlich auch. Der Baum wurde gefällt.
oder auch gerodet. Justin erreicht Level 53. Brocklorus wird eingesetzt. Naja, dann. Ja, damit. Den kriege ich auch noch. Los, Magieflamme. Einmal Magieflamme einsetzen. Lecker Suppe. Ja. Kleinen Kratzer. Hat's schon gemacht. Hilfe. Gut, sieht aus nach einem Fall für Christoph. Der hat doch die Power, so ein Ding wegzuhauen. Vielleicht spielen wir das einfach mal weg. Hier. Mit Surfer. Ist doch ein Stein. Genau. Christoph erhält 2900 irgendwas EP-Punkte und erreicht Level 62. Während Netz bei Markus irgendwas mit 40 hat. Welte hat 57. Trotz meiner Kraft und Ausdauer habe ich verloren. Netzwerben gewinnt 8260 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen den Veteranen hervor. Weiter geht's. Noch ein Trainer. Okay. Lässt sich machen. Ach, auch noch zwei. Ja, müssen wir wohl oder übel durch. Und Tränke haben wir auch nicht mehr, also ja, durchhalten bitte. Weil das sieht hier schon ziemlich nach Top 4 aus. Das wird nicht mehr lange bis zur Top 4 lange dauern. Ich weiß, das habe ich auch in den Parts davor gesagt, dass das schon ziemlich nach Top 4 aussieht, aber ich möchte hier bitte nicht wieder zurückmüssen. Das wäre ziemlich brutal. Justino wurde besiegt. Mist. Dann würde ich mal sagen, Christoph, verbrauch deine letzten KPs, die dir noch geblieben sind. Hydropumpe. Ach ja, hat keine Wirkung auf Gegner. Ja, natürlich. Hochzugrieb. Ja, schön. Oder auch nicht schön. Welte, du bist meine vorletzte Hoffnung. Ich hab noch Lucario. Ja, natürlich. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Phantomkraft, die Assi-Attacke. Genauso. Siste, geht doch. So, da kommt doch, glaube ich, noch ein Pokémon. Ein Relaxo. Oha. Was wirkt denn gegen ein Relaxo? So ziemlich nix. Das Pokémon Relaxos sind relativ. Wie soll ich sagen? Hart im Nehmen. Hat keine Wirkung. Natürlich hat das keine Wirkung. Und die Welt wurde platt gedrückt. Unheil schwingen. Vielleicht geht's so. Ja, wie ich schon gesagt habe. Relaxos sind ziemlich hart im Nehmen. Die kannst du so leicht nicht kaputt kriegen. Deshalb habe ich ja Jason. Ja, die muss meine Standpauke halten hier. Es geht so nicht, dass der einfach mich besiegen will. Ja. Er hat es verhindert. Ich konnte ihm keine Standpauke halten. Los, Lucario. Du musst das jetzt schaffen. Du bist mein letztes Pokémon. Ich möchte jetzt nicht kurz vor der Top 4 nochmal zurück müssen. Also bitte. Nahkampf. Danke. Oha. 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 Das war wirklich richtig knapp. Für dich springt nicht nur deine Jugend.
Du hast auch viel Erfahrung gesammelt. Spider-Man gewinnt 8260 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Was? Noch ein Kampf? Och man. Was mache ich denn jetzt? Nochmal schnell heilen hier. Tränke habe ich keine mehr, aber ein bisschen mit Belebern kann ich ja was machen. Welte, Christoph, zumindest haben sie halbweise aufgefüllt. Und einmal Jason noch. Hab ich zumindest halb voll gefüllte KP und ja gut, ab in den nächsten Kampf. Ich werde meine lange Karriere einen würdigen Schlusspunkt setzen. Gib mir alles, was du hast. Ich kann auch so kurz vor der Top 4 nicht daran scheitern jetzt hier. Eine Herausforderung von Veteran Francis Panzeiro und wird eingesetzt. Und der hat auch noch Reihe. Oh Mann, wie soll ich das jetzt schaffen hier? Oh Mist. Wollte mal sagen, Jason, Body Slam, tu was du kannst. Ich bin dir nicht böse, wenn du jetzt besiegt wirst. Jeder tut, was er kann. Und ja. Stärker vielleicht. Oder auch so. Jason wurde besiegt. Vielleicht kann ja Let's Play Markus irgendwas ausrichten. Magieflamme vielleicht. Ich will jetzt hier wirklich nicht besiegt werden. Das ist wirklich richtig kacke. Das ist und Christoph, wenn du vielleicht irgendwas ausrichten, kannst du vielleicht irgendwas machen. Surfer oder so. Joa, 1 von 3. Aufatmen können wir erst, wenn wir hier raus sind. Simsala. Gut. Hydropumpe. Werft die Attacke ab. Natürlich. Ja, natürlich. 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 Man wurde besiegt. Welte. Ich habe so eine Angst, dass ich jetzt hier zurück muss. Ich habe jetzt echt keinen Bock, die ganze Scheiße hier nochmal zu machen. Das wäre wirklich richtig kacke. Zauberschein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte lass die Attacke effektiv sein. Bitte lass die Attacke effektiv sein. Oh, Scheiße. Das ist erst das zweite von drei Pokémon. Oh, Kacke. Und ich habe keine Tränke mehr. Mann. Lucario. Du musst das hier irgendwie richten. Fokusstoß. Sag mal, ist das dein verdammter Ernst hier? Ich habe jetzt nur noch Justine hier. Level 53. Ich kann ein bisschen Beleber einsetzen und das hier irgendwie. Ich habe noch zwei Top-Beleber, die wollte ich eigentlich für die Top 4 aufheben. Oh Mann! Christoph kriegt einen Top-Beleber. Psychokinese. Oh nein. Nein, 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 nein! Kacke, jetzt habe ich nur noch Christoph am Stecken hier. Oh nee. Ich habe jetzt hier echt wirklich keinen Bock drauf. Komm, halt das aus.
Komm. Eine EP noch. Psychokinese und ich habe keine Tränke mehr. Oh Mann. Jetzt kommt das dritte Pokémon. Das ist so ein Welte oder was der da hat. Nachtara. Ja klar ist das ja Nachtara Level 55. Na klar. Wieso auch nicht? Surfer? Ne. Christoph wurde besiegt. Los Lucario. Oh Mann, wenn das nicht tödlich endet. Nahkampf. Boah. Gott sei Dank. Wirklich Gott sei Dank. Oh Scheiße. Lucario erreicht Level 59. Du besiegst den Veteran. Alter. Ich habe noch nie in einem Kampf so geblutet hier wie in diesem Kampf. Das ist. Alter. Jetzt hier bitte keine Trainer mehr. Pokémon Liga, ich bin da. Ich bin da nach. Wie viele Parts waren das jetzt? Ich glaube, das waren vier oder fünf Parts. Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich jetzt hier in der Top 4 angekommen. Ich heile erstmal ganz schnell meine Pokémon. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, meine Güte. War das ein Kampf. Die Pokémon-Liga wird spannend. Ja. Gut. Hier ein paar Tränke noch eingekauft. Ach, nur einer hier. Hypertrank. So viel wie es geht, 20 erstmal. Ich brauche ja noch Beleber hier. Das ist mal 20 Beleber. Muss mich jetzt mal aufrüsten. Und meine zwei Dingens habe ich ja jetzt verschenkt für den Kampf dort. Oh, jetzt habe ich Top-Genesung gekauft. Naja, soll mir auch recht sein. 20 Übertränke. So 40 Übertränke, 20 Top-Genesung, 20 Beleber. Ich brauche jetzt natürlich noch 20 Beleber. So, am besten noch, mach ich mal hiervon erstmal vorsichtig mal 10 Hypertränke, 10, bin jetzt, ihr seht schon, ich bin hier ganz vorsichtig, das ist, ich muss mich jetzt hier wirklich ausrüsten, das ist, hier mal 10, und noch ein bisschen Beleber. Wow, 52 Beleber. Also gut ausgerüstet bin ich auf jeden Fall. Gut, das reicht noch für ein bisschen. Würde mal sagen, hier erstmal 4 davon. Hier 2. Ja, jetzt habe ich weniger Beleber. Naja, ich habe ja noch, stimmt, ich habe ja noch die super Genesung hier. Puh, wenn das mal nicht ein Part war. Gut. Auf die Top 4 gucken wir im nächsten Part. Da gibt es einen speziellen Einblick auf die Top 4 im nächsten Part. Ja. Dann habt noch einen angenehmen, festlichen Tag. Ja. Bis dann und ciao, ciao. Adios. Haut, Renner.
Ja. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Daumen hoch, abonnieren, Kommentare. Schreibt. Ach ja, ich würde noch machen. Schreibt. Schreibt Megakampf in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geblieben seid. Ja. Und ciao, ciao, adios. Jetzt wirklich. Bis demnächst. Haut rein.